Jetzt stellen wir die Heizung an. Das Thema Bus-Modul ist jetzt schon an. Wir sehen, dass hier der Wagen blinkt. Das ist die Heizung für den Aufbau. Ich bestätige einmal, kann jetzt hier die Temperatur einstellen. Abends schlafen kann man gut bei 18 Grad, mit Kleinkindern auch gerne bei 21 Grad. Wenn ich es bestätigt habe, ist die Heizung an. Des Weiteren kann ich hinten auch noch die Lüftung wählen. Im Standard ist auf Eco eingestellt, das heißt, er erwärmt langsam den Raum, kann hier natürlich auf High. Und wenn sie vorgewärmt ist, gibt es auch noch die Boost-Funktion, dass er einmal richtig schnell aufheizt. Des Weiteren kann man die Heizung auch timen. Dazu gehe ich bis zum Timer mit dem Drehrädchen, bestätige einmal, kann jetzt hier die Startzeit eingeben. Das heißt, wenn ich unterwegs bin den ganzen Tag, ich möchte gegen 20 Uhr wiederkommen, bestätige ich einmal und kann sagen, ich werde die ganze Nacht heizen, bis morgens 10 Uhr schlafe ich ja immer und fertig. Kann hier jetzt auch noch die Gradzahl einstellen, macht ja auch Sinn, 18 Grad. Könnte hier nur den Boiler noch programmieren, aber das brauche ich in dem Fall nicht. Nachdem wir natürlich die Heizung eingestellt haben, müssen wir darauf achten, dass alle Lüftungslöcher offen sind und auch nicht zugestellt sind. Wir haben 4 Lüftungslöcher. Das eine ist entsprechend hier im vorderen Bereich. Dann haben wir eins im Dinette-Bereich. Und schlussendlich haben wir ein drittes noch dort im Badbereich. Und die letzte befindet sich unterhalb des Bettes in der Garage. Alle müssen frei zugänglich sein. So, und zu guter Letzt, falls ihr das Video nicht verstanden habt, gibt es hier oben in der Ablage eine Tasche mit allen Büchern, die es gibt. Das heißt, da kann man es nur noch mal nachlesen. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man natürlich im Internet noch recherchieren. Und wenn das nicht funktioniert, könnt ihr mich auch anrufen.